Ich habe hier mal ein paar sehr wenige Meteorite mitgebracht, einfach nur ein paar wichtige Eigenschaften zu zeigen, besonders auch wenn man sie im Feld findet. Gerade hier in der Mitte ist ein Meteorit aus der Atacama-Wüste und man sieht auf den ersten Blick zunächst mal, dass er sehr dunkel ist. Das ist sehr typisch für Meteorite, denn wenn die durch die Atmosphäre fliegen, heizt sich die Oberfläche sehr stark aufgrund der Reibung und beginnt zu schmelzen. Er kühlt dann wieder ab und man kennt das von Lava bei Vulkanen, die ist dann schwarz und so ist es bei Meteoriten auch, dann ist die Oberfläche hier schwarz. Die ist jetzt hier nicht ganz schwarz, sondern bräunlich und das kommt gerne durch Verwitterung von Metall und Eisen, die in dem Meteoriten noch drin sind. Eine zweite Sache ist, dass diese Oberfläche hier sehr, sehr rund und weich ist. Die ist nicht rau oder eckig oder kantig. Einfach auch dadurch, durch dieses Aufschmelzen in der Atmosphäre, das Ganze so ein bisschen rundlich wird. Weiter sieht man dann so kleine Risse hier an der Oberfläche, die entstehen, wenn diese geschmolzene Schmelzkruste anfängt abzukühlen und dann diese kleinen Risse bildet, weil das Volumen der kalten, festen Kruste kleiner ist, als wenn es noch geschmolzen ist. Die Schmelzkrusten sind sehr dünn, meist weniger als ein Millimeter. Dann ist der Meteorit hier einmal aufgeschnitten und dann kann ich das so ein bisschen bewegen und dann sieht man manchmal, wie es da so glänzt und reflektiert. Und alles, was da so glänzt und reflektiert, ist noch Metall, das in diesem gewöhnlichen Chondriten drin ist. Und das ist auch der Grund dafür, wenn dieses Metall anfängt zu rosten, dass das Ganze so bräunlich wird. Also das ist schon ein ziemlich verwitterter Meteorit, der wahrscheinlich schon relativ lang an der Oberfläche gelegen hat. Das hier ist dann noch mal eine Scheibe auch von einem gewöhnlichen Chondriten, wo man ein bisschen andere Sachen ganz gut sehen kann. Ich kann auch das hier wieder ein bisschen hin und her bewegen. Und dann sieht man manchmal, wie es da so glänzt. So kleine Punkte hier drin glänzen, ziemlich viele in dem Fall. Das sind alles noch diese Metalle. Und dann gibt es immer diese runden Objekte, wie hier zum Beispiel, oder das da, oder das hier. Ja, diese kleinen runden Punkte hier, hier, hier. Es gibt eigentlich ganz voll davon. Das sind alles die Chondren. Die gewöhnlichen Chondrite bestehen ja zu einem sehr großen Teil aus Chondren und wenig Matrix. Und hier drin lässt sich auch keine Matrix mehr erkennen. Dafür kann man einige der größeren Chondren hier drin sehr gut erkennen. Und aus wie vielen die bestehen. Und als drittes und letztes noch, diese sehr kurze und kleine Tour, ein Palasit. Die sind immer ästhetisch sehr schön. Die bestehen aus Metall, das ganze glänzende Material. Hier ist alles Metall. Also das hier ist alles Metall und dazwischen dann dieses grüne Gesteinsmaterial, was meistens in dem Fall dann Olivin ist. Und das ist Material, das kommt von der Kernmantelgrenze von Asteroiden, wo sich dann das Mantelmaterial, das silikatische, mit dem Kernmaterial vermischt. Das hier mal ganz kurz, nur ein paar wenige Meteorite und deren typischen Eigenschaften.